Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von World of Tanks Command Test. Let's Play und so. Mit dem Alex, mit dem Sebastian und mit mir, Cake of Empire, Seppel und Stork, falls ihr die Namen nicht so kennt. Ja, so sieht's aus. Und Ja, dann. wir müssen wieder Werbung machen, Simon. Ja, Facebook! Facebook! Schaut mal Guck auf auf unsere meinen Kanal und Facebook! dann abonniert mich und liked alle Videos und disliked alle anderen Videos außer von Sebastian und Alex natürlich. Und dann geht auf meine Und dann Facebook-Seite und liked da ignoriert alles. Simon und alles, was er eben gesagt hat. Nein, also wir wollten nur mal sagen, dass wir halt jetzt eine Facebook-Seite haben. Also Ja. nein, jeder von uns hat schon länger, also ich seit gestern und Simon halt Ich schon schon ganz länger. lange. Und Und Alex auch ja, schaut da länger. einfach mal drauf, lasst ein Like da, da werden immer aktuelle Informationen oder so gepostet, wenn es euch interessiert. Und zur aktuellen Information gehört auch, dass wir jetzt wieder Command-Test fahren. Ich mit dem Objekt 430 Stock, Ich mit mit dem. dem Leopard 1. Ja, und Alex. Und gehen meine Frames so runter. Und Weil Alex das mit ist. dem. Und Alex mit dem, warum gehen meine Frames so runter? Das ist der neue Panzer von den Südamerikanern aus Südausländern. Papua-Neuguinea. Von den Südausländern. Südausländern. Ja, Alex dann mit dem T-57 Heavy. Ja, Das sieht irgendwie witzig aus mit dem Zug. ja, ich weiß. Mein Panzer, das Objekt 430, ist einer der neu hinzugefügten Medium-Panzer von den Russen. Der Leopard 1 ist auch einer der neueren Ja, 10er-Panzer der von den wäre das. Deutschen. Also nicht so neu, ist schon von letzter Version sozusagen, aber ist jetzt auch nicht der älteste, wie zum Beispiel eine IR-7. Glaube ich, oder? Weiß gar nicht, bei meinem habe ich mich gleich darüber informiert, was das ist. Das ist der T-57 Heavy. Einfach Der gibt's schon länger. den gibt's schon lange. Ist einfach der Mir egal, Heavy ich würde den Tank, mal fahren. den hat Simon auch schon gefahren, da brauchen wir jetzt nicht Ja. so viel zu sagen. Ja, ich fahre den so. Und es ruckelt, die neue Engine ist irgendwie, falls es eine neue Ich Engine glaube, geben es gibt gar sollte. keine. Naido hat gesagt, es gibt gar keine neue Engine. Ich weiß es Ich dachte, nicht. das ist so die CryEngine, oder nicht? Ja, ich. Ist auf jeden Fall Spiel. Ja, auf jeden Fall ist die Grafik ein bisschen komisch geworden, weil es ruckelt. Also Ja, Performance ist es irgendwie. ruckelt mehr als sonst, das stimmt. Obwohl man mehr Frames hat. Also Nein, ich habe bei zumindest mir mehr nicht. Frames. Ich habe mehr Frames, aber es ruckelt mehr. Yay, Hä? wir haben Wie lange sogar habe ich diesmal nur drei Nachladezeit, bitte? Waffenträger auf E100 im Gegnerteam. Hä, was machen die da? Haben die sich Zwei gerafft? Minuten Nachladezeit. Du! Hä? 20 Sekunden! Da steht 2,0. Ja, das sind Sekunden zwischen den Schüssen, du hast Trommel. Achso, stimmt. Trommel. Ja. 2 Minuten. Das wäre scheiße. Ich hab ja nur das, 2 Minuten sind doch gleich vorbei. 4 Schüsse, hä? Egal. Kann gar nicht sein. Stell dir vor, Ja. du musst 2 Schüsse, 4 Schüsse und die Schüsse machen immer 1 Million Damage. Das wäre irgendwie Binus, weil das ist. Das wäre irgendwie kacke, das wäre überhaupt nicht Splash Damage, sondern mit HE, ja? Oh Hältst du die nein, ich ganze bin ein Menge Noob. rein, so BAM weg! Das war's, ich muss aufschießen. Alter, wie fort, ne? Damage! Wirkungstreffer! Ah ja, ist ja deutscher Panzer, Hat stimmt. die gerade 1036 Damage gemacht? Nein. Welcher Panzer war das? Fock Kann 155, sein, ja. ja? Die Das ist macht zu viel. normal. Die macht zu viel. Und dann mehr ranzoomen. Und jetzt mache ich auch mal. Ich versuche mir mal das anzutrainieren, wie so die ganz richtigen Pros. So mit. So ranzoomen. Mit Shift. Lol. Oh, fuck. Was hat der Badget eben 800 dahin gegeben? Alles? Munitionslager, fuck, Wie viel Damage fuck, macht nochmal der Waffenträger auf fuck, R100? fuck. Viel. Der Waffenträger ist scheiße. Ja, das weiß ich doch. Okay, guck ich mal dem Alex zu. Wie er sich mit meinem Lieblingspanzer eigentlich so kriegt. Naja, fast, was heißt Lieblingspanzer? Eigentlich einen richtig coolen Panzer. Einer mit den Lieblingspanzer. Wie verarscht, ich hab ein ganzes Magazin daneben gekauft. Ich hab 30 Sekunden Nachladezeit. Ja, die Gun ist nicht gerade genau, wenn man nicht lange genug aimt, Alex. Ja, ich hab auf Anschlag geaimt. Oh, ein neuer Nvidia-Driver ist natürlich bei dem jetzt. Ich hab nicht getroffen. Ich brauche Hilfe. Ich habe eine Frage. Nein, Warum beendet grün. sich mein Fraps, also meine Fraps-Aufnahme, immer wenn ich irgendwas, also wenn ich jetzt irgendwie WOT minimiere? Das kann ich Und dir bei leider euch nicht nicht? sagen. Aber ich kann dir sagen, Was dass da habt ihr für eine unten im Tal Einstellung? irgendwas ist. Warum, wie ändert sich die Aufnahme? Bricht die ab Ja, die bricht oder einfach was ab. Die anderes ist noch? dann nicht mal sozusagen. Sie läuft nicht mehr weiter. Sie ist dann einfach pam, Echt? Ende. Wenn Hä? ich irgendwie WOT minimiere. Deswegen muss ich auch immer Aufnahmeende machen, um
außer City zu beenden sozusagen. Achtung, rechts. 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 Aua. Ja klar, was wir da wären, 100 Meter direkt vor mir. Das weiter nach unten, würde ich sagen. Ja klar. Oh fuck. Der Zerstäuber und der Jagdpanzer auf EN100. Ihr könnt mich alle mal, ihr kleinen Huren. Oh fuck. Aua. Ich töte jetzt den Waffenträger. Oh Mann, das ist doch scheiße, ey. Dieser Waffenträger SCB-1. Ich stand da natürlich alleine, ey. Das ist doch toll. Der eine, nur einer, einer geht rein, einer geht durch. Hast du Premium geladen? Nö. Könnte ich mal, ne? Hm. Würde ich aber jetzt nicht drücken? Zwischen den Schüssen machen und lese mich wieder 20 Sekunden nach, mein Lieber. Ja, stimmt. Ja, ja. Mach ich auch manchmal. Also habe ich mal so. So. 30 bitte. So. Ah ne, so mach ich das. 30 Sekunden für ein ganzes Magazin ist ganz schön flott. Hä, lol? Aber trotzdem krass. Hey, what the fuck? Was ist? Bin ich gerade irgendwie behindert oder betrunken oder so? Warum, ja. Warum bewegen sich die Bäume? Mit Premium abgeteilt. Alter, guckt euch Premium abgeteilt. Guckt euch meine Aufnahme an. Hier an der Stelle, wo ich Artillerie angucke. What the fuck? Was macht dieser Baum? Daneben. Fahr zurück, Alex, fahr zurück. Was zum... Ja. Welcher Baum denn? Lol, guck mal die Artillerie an, den TN92. Und dann guck auf den Baum, der rechts von ihr steht. Also guck von dem Baum aus sozusagen. Hä? Siehst du das? Was? Okay, guck dir meine Aufnahme an. Das ist witzig. Was denn? Was? Erzähl doch mal, was denn? Nein, das ist... Nein. Erzähl! Nein! Au! Doch, ich seh's! Was siehst du denn? Ich seh das. Ich sehe, dass der Baum so schwankt die ganze Zeit. Aber ja, guck in meine Aufnahme, das ist total witzig. Hin und her. Das war knapp, mein Lieber. Hin und her. Hin und her. Jetzt bleibt er stehen. Hin und jetzt bleibt er stehen. Hin. Hör auf, Mann, hör auf, dich zu freuen. Das Alter. Ist total. So, jetzt habe ich eine Minute Nachladezeit gehabt. Gehabt, wie gesagt. Oh, gehabt, wie gesagt, das war aua. Ich glaube, nächste Runde. Objekt 261. Okay, Exit dann Battle. Exit Battle. Ja, wir müssen ja, wir fahren ja gleich nochmal, ich will ja immer dasselbe fahren und nicht immer Fazit für zwei, also können wir jetzt ein bisschen reden nochmal über das Spiel oder so. Genau. Alex, was fällt, ist denn der erste Eindruck? Du spielst ja jetzt Command Test, sag dir nicht, dass du schon gespielt hast, du spielst jetzt Command Test schon zum ersten Mal, erst zum ersten ja. Mal, ne? In dem Sinne ja. Also. Und wie findest du das? Wir können das ist jetzt ganz auch cool mal einen ganz großen Panzer aus der Garage holen. Der Rott zu. Nein, kein Bock. Halt, ich will auch. Nein, du darfst kein Rott zu nehmen. Hier, der größte Panzer der Welt. Yeah, oh, Niederlage. Ich hab wieder Master Gunner bekommen, aber. Sharpshooter. Alle jetzt. Ich hab gar nichts Panzer. Bekommen. Fuck. Ich hab 13.000. Ich muss mal kurz mein Premium nachladen. Das hab ich bei. Hab ich dem Otsu echt. Ey, guck mal. Alter. Witzig. Nein. Ja. Und wieder das. Leopard. Hier. Und da ist übrigens hier nicht dieses altdeutsche Reichszeichen hier dieses hier, sondern das Kreuz. Neu von da das Kreuz so. Ich weiß ja, auch nicht, ist wovon das ist. Bundeswehr auch oder drauf. So, keine Ahnung. Potential Damage Received 3900. Monsieur Alexander, wir warten nur. Ach, Entschuldigung. Oh, mein Bock. Aber mein musst Sack. Du. Juckt. Hart. Im Arsch. Okay, also ein Scherz. Hä, warte mal. Ach, okay, ich dachte gerade, der Einsatzzug wäre alleine, die Bad-Chat. Aber unten habe ich den übersehen. Lol, der fährt einfach so mit dem Scout. Einfach so. Einfach so. Hä, der T54, der ist übelst geil. Ja, ich weiß. Mit 10er Arti, das ist auch ein bisschen übertrieben. Nein. Eigentlich müssten 10er Artis in 11er Gefechte kommen, weil es gibt nur 2er Artis. Heißt, es fängt immer ein Level höher an. Ja, es gibt aber auch nur 2er Jagdpanzer und 2er. Ja, nur 2er Jagdpanzer. Ja, deswegen, eigentlich müssten 10er Jagdpanzer. Also, eigentlich müsste es 1er Jagdpanzer und Artillerien geben. Nein, müsste es nicht. Doch, weil. Nein, nein. Nein. Du lügst. Wie viel Durchschlagskraft habe ich damit eigentlich? Oh ja, der Unterschied stimmt. Da
finde die Aufhängung bei diesem Panzer eigentlich ganz cool, also wie der Turm aufgehängt ist. Ja, ja schon, bloß da hinzukommen, das ist eine Qual. Dafür müsst ihr nämlich M5 Stuart spielen, das ist der beste Panzer im ganzen Spiel. Oh ja. Nein. Jetzt im Ernst, der ist scheiße. Jetzt im Ernst, halt die Fresse. Jetzt im Ernst, fick dich. Jetzt im Ernst, er hat's im Ernst gesagt, toll. Ne? Jetzt im Ernst, Günther. Jetzt im Ernst. Nicht abdrücken. Nee, im Dieter. Nee, ich bin. Ey, hier oben auf dem Berg wäre so ein Japano, so eine Japano-Schlampe richtig geil, weil die ihren Arsch zu weit runterfickt. Alter, Japano? Was bist du für ein Rassist, ey? Racists. Also ich will es ja trainieren, so zu aimen, deswegen noch fail, ey. Da ist eine 121, die ist dick. Oh, warum fährt er denn? Oh. Danke! Direkt in den Arsch. Aua! Lol. E50M vor 155 im Waffenträger auf E100. Alle auf mich drauf. Ja, dankeschön. Aha. Ein bisschen zurück. Schön, dass du auch da bist, Simon. Ja, schön, das war die beste Aufnahme überhaupt. Ja, ich weiß. Ich daran, weil Alter, die, aua. Also die Bäume backen echt noch ein bisschen rum, muss man ganz ehrlich sagen. Nein, tun sie nicht. Ist klar. Sauber. Ist klar. Direkt neben mir, ist doch schön. Oh, dieses Spiel ist so unlogisch. So, Simon, stell dich jetzt auch nochmal daneben. Die schießen alle wirklich nur noch auf mich, ey. Und nur mit auf Premium. Mich. Leute, du kommst da wenigstens mit der Schnauze runter, aber in dem Russischen kommt man da nicht mit der Nase runter. Mit der Kanone. Nein, ich komm auch nicht so weit runter. Mit den Japanern könntest du, glaub ich, richtig gut. Weil ja, die haben einen hohen Wirkungsradius. Fahr ich gleich mal. Ah, pass auf den Koch auf. Sie kann nicht jeden aber ohne Scheiß. Hätte wurde getroffen. Ja, von zwei Artillerie. Objekten haben Artillerie. Die? Nee, nein, die haben eins. Nur ein Objekt. What the fuck? Beide Seiten kaputt genug. Lol. Entschuldigung, oder auch nicht, weil der war mir im Weg. Der ist gut. Ich muss ihn umbringen. Das ist jetzt erste Runde oder zweite Runde mit dem Objekt? Zweite. Ne? Zweite schon. Ja, insgesamt. Oh, Alex. Ich lerne es nie mit dem Aim. So. Passiert. Ja, weil. Mach mal ein bisschen Ton auf, weil sonst. Ja. Oh fuck, Abradar. Zurückfahren, 22, zurückfahren, 3, 2, 1. Langes Wochenende, juhu! Ja, ich weiß, aber pssst. Weil das nicht geheim, sondern... Das ist geheim. Boah, scheiß Arti, ey. Ja, okay. Fast neben euch, haha. So, wir machen jetzt Fazit. Fazitrunde, Achtung, Gruppenkuscheln jetzt und alle mit Fazit. Nein. Ich fange an mit Fazit. Warte. So, Fazit vom Objekt. Das sieht aus wie so ein Scheibenwischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Was denn? Warte. Der Baum, der hier gerade so komisch wird. Ja, egal. Ja, also, nee, das war bei mir auch so. Guck in meine Aufnahme, Sebastian. Das ja, ich glaube es ja. Also, ich will jetzt aber Fazit machen. Hallo, Fazit. So, ja. Fazit für das Objekt 430 ist wirklich ein geiler Medium, aber ich fahre halt nicht so viele Mediums. Deshalb habe ich eine Ausrede, warum Baum. Jedenfalls, er schießt schnell, er macht einen guten Damage, hat einen guten Durchschlag. Hat Panzerung ist auch in Ordnung. Er ist auch so schnell, schnell Turmdrehung. Alles in allem eigentlich ein sehr geiler Panzer. Probier den aus. So, dann gebe ich jetzt mal weiter an Simon mit dem Leopard 1 hier. Der Leopard 1, das ist ein sehr schöner Medium von den Deutschen. Finde ich auch. Er ist schön schnell, so wie ein Medium sein muss. Wendig, lädt einigermaßen schnell nach, finde ich. Also ich habe ja Ansetzer drin, deswegen lädt er wahrscheinlich schneller nach als sonst. Er macht annehmbaren Damage, kommt eigentlich auch annehmbar durch. Warum lachst du jetzt? Lachst du mich aus? Nein, natürlich. Lass dich über dich. Ja, diese Bäume, die sind übelst buggy, ne? Aber egal. Der ist einigermaßen gepanzert. Naja, also Panzerung ist irgendwie komisch, weil vorne hat der weniger Panzerung als hinten. Also könnte man eigentlich auch den Turm drehen und dann die ganze Zeit vorwärts fahren mit Turm nach hinten, irgendwie so. Also Panzerung ist nicht so sein Ding, aber Damage ist eigentlich ganz gut.
So, jetzt übergebe ich das Wort an Alex. Bleh. Hi. Ne, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es nicht. Ich fand es ganz okay. War ein bisschen schnell down immer, aber naja. Ja, mein Fazit zum T57 Heavy ist ja auch in der Folge davor gewesen. Also. Eben, deswegen brauche ich es ja nicht sagen, ist in Ordnung. Aber so, egal. Von mir, also alles in allem war es das eigentlich von uns, ne? Und wir nehmen jetzt noch, ich würde sagen, eine Folge nehmen wir jetzt noch auf und dann mache ich das eigentlich auch. Ich nicht. Weil ich will noch eine mit der Bad-Chat aufnehmen. Nee, ja, doch, Foch. Ich auch. Nee, mit der Bad-Chat. Nee, mit der Foch. Nee. Wir machen auf jeden Fall erstmal hier einen Cut. Ja. Ja. Also okay, dann bis zum nächsten Mal. Auf Facebook-Seiten gucken. Und guckt auf die Facebook-Seiten. Alex hat, glaube ich, auch eine. Habe ich gesagt. Ja, richtig, aber die habe ich lange nicht mehr gepflegt. Aber ihr könnt trotzdem drauf gucken und pflegt sie vielleicht wieder, wenn ein paar mehr Leute drauf sind. Dicke Milch. Und schön abonnieren und weil das. Ja, komm, jetzt kriege ich den Leuten noch nicht so doll in den Arsch. Ja, aber du, ne? Du sagst es jedes Video. Und jetzt darf ich es einmal sagen, ne? Und dann regst du dich gleich auf, dass ich es sage. Nein, du sagst ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.